wollte nur noch mal zeigen, wie ich mich schminke. Ich muss sagen, bei diesem NYX Shout Loud Lip Gloss, ich glaube nämlich, das kommt davon, ist mir das passiert. Mir ist die ganze Lippe komplett aufgeplatzt. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein bisschen gefährlich, dieses Produkt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich schon meine Augen angefangen zu schminken, damit es nicht zu lange dauert. Dafür habe ich diese Roxy Palette benutzt. Und ja, da muss ich nur noch ein paar Kleinigkeiten nachziehen. Ich habe das ganz einfach eigentlich gemacht mit diesem Pumpkin, das Crease angefangen, dann mit diesem Ginger Bread verdunkelt, dann mit Ariel auf das Lid und mit diesem Cranberry Glitter, das ist dieses Cranberry Glitter, auf diese Wimpernkranzlinie. Dann habe ich natürlich noch gehighlightet. Und zwar mit diesem Firework und Iconic. Also habe ich einige Sachen schon einfach fertig gemacht. Mir ging es jetzt nur um die Foundation eigentlich. Also ich benutze diesen Primer. Den trage ich auch auf, aber ein bisschen sparsam. So ungefähr. Das ist sehr klebrig, aber es geht schon. So, während das einzieht. Ich kann nicht mal lachen, weil das so weh tut. Biege ich mir meine Wimpern nach oben. Dann sind die Wimpern nämlich ein bisschen, man sieht den Unterschied, ja, ein bisschen besser auf beiden Seiten. Ich habe für die Wimpern diese Lash Princess Mascara benutzt und zum Auskleiden oder Ausmalen diese Never Seen Before Mascara. So, jetzt habe ich die noch mal nach oben gestürzt. Dann sieht es doch ein bisschen, ja, ein bisschen besser aus. Für diese Foundation, ja, das ist jetzt schon ein bisschen eingezogen. Was nehme ich? Nehme ich diese, das nennt sich Perfect Matte Make-up in der Farbe Karamell. Das gebe ich erstmal so. Überall auf. Jetzt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, das einzuarbeiten, entweder mit dem Schwamm oder mit den Händen. Ja, mal sehen, wie es besser ist. Also dieses Schwamm ist auch ganz okay bis jetzt. Und wenn ich das mit den Händen ziehe, passiert eigentlich fast genau das Gleiche. Also es geht so. Auf jeden Fall, die riecht sehr, sehr gut.
Also mit diesem Shout Loud sollte man aufpassen, nicht also mit diesem Lux Lipgloss, mit diesem sollte man vorsichtig umgehen. Ich habe das jetzt dann auch wirklich die ganze Zeit immer nachgezogen und ja, dadurch bekomme ich dieses Lippen Exemplar dort. Ich will das aber mit den Händen so ein bisschen nachziehen. Am Haaransatz auch und so. Aber man sieht, also sie krümmelt nicht oder so. In der Kombination, also mit dem Primer, klappt es ganz gut. Dann nehme ich meinen Too Faced Concealer. Da habe ich die Farbe Vanilla. Langsam wird er auch endlich leer. Ich muss sagen, es hat ja wirklich lange gedauert, bis mal endlich nicht so eine großen Mengen aus dieser Flasche kamen, weil am Anfang war es wirklich so, dass dort wirklich große, große Mengen auf dem Applikator waren und dass man das dann wegschmiss. Ja gut, jetzt ist es so, die Flasche neigt sich dem Ende zu. Aber dieser Applikator ist wirklich ganz gut. Also man kann sehr präzise alles konturieren und aufhellen. Ja, das ist ja, glaube ich, auch dieser Kontur Multi-Sculpting Concealer. Das heißt, der ist für Kontur und für Concealen. Und die dunklen Farben gehen ja auch für Ding, ne? Für Face Shaping. Aber ja, also durch den Primer setzt das natürlich schnell an. Da muss man noch so ein bisschen hinterher sein. Ja, auf jeden Fall, bevor man noch jemanden trifft, sollte man dieses Ding abdecken. Aber jetzt kann ich noch mal meine Augen nachziehen. Dafür nehme ich diese Blender Brush und gehe in die Farbe Firework. Das ist so ein helles Orange. Das eignet sich halt, um über der Crease eine Verbindung zwischen Highlighter und Crease aufzubauen, kann aber jetzt auch die harten Kanten damit noch etwas blenden. So,
Dann gehe ich mit so einem Pinsel in diese goldene Farbe, das ist die Farbe Schuck, und gebe die am unteren Wimpernkranz auf. Das sind wirklich Goldplättchen. Die sind sehr, sehr schön. Gold, Gold. Dann ziehe ich das noch mal so nach oben, so ein bisschen. Mit dem kann man natürlich noch ein bisschen spielen, aber ich will jetzt hier kein Kunstwerk gehen. Dann gehe ich in die Farbe Jas und gebe das so in meine inneren Augenwinkel, um das Auge noch mal ein bisschen nur zu öffnen. Das sind nur so kleine Tricks. Das hat mit dem kompletten Make-up eigentlich nichts zu tun. Dann, was jetzt ja auch in ist, diese Streifen dort noch mal ins Auge zu arbeiten, aber normalerweise macht man das jetzt für einen Straßenlook nicht, aber halt das, ne, war jetzt bei vielen noch irgendwie angesagt. Das ergibt so einen weißen Kreis, der dann mit dem Schuh verbunden wird. Das sieht dann ungefähr so aus. Damit das ein bisschen straßentauglicher ist, werde ich das wahrscheinlich noch ein bisschen blenden. Einfach mit der Farbe Pumpkin. Das ist aus der Palette dieses schöne Orange. Gebe das da drunter. Blende das, damit das nicht so auffällig aussieht. Aber innen ist es jetzt auf jeden Fall dieser weiße Verbindung nochmal zu malen. Aber damit das nicht so wie ein Astronaut aussieht, würde ich das halt noch einmal so ein bisschen verblenden. Ja, ich komme mir vor wie ein Professor. Dann hat es ja Gott sei Dank jetzt für diese Aktion nicht gerade schon gekrümelt. Tue ich meine Augenbrauen nachziehen. Man sieht, jetzt habe ich keine Augenbrauen. Jetzt sehen sie so aus. Naja, und wenn ich sie dann nachziehe, mache das eigentlich jetzt so freihand, es sei denn, das Ergebnis wird so schlecht, dass ich es dann doch noch mal als Anhaltspunkt diese Schablone nehme. Meine Augenbrauen sind halt ziemlich kaputt gezupft. Ich mochte die dünnen Augenbrauen, aber die haben halt leider überhaupt keine Form, ne? Also wenn es jetzt so ist, dann bürste ich die Augenbrauen noch etwas aus. Dann sieht es eigentlich so ein bisschen grungy, würde ich sagen, aus. Also nicht so super perfekt. Aber ja. Bei dünnen Augenbrauen ist natürlich das Problem, jedes Haar, was irgendwie danach gewachsen ist an der falschen Stelle, stört, und das ist dann auch ja nicht so super. Also bei den Augenbrauen sieht man zum Beispiel hier diese Haare, die würde zum Beispiel ja schon wieder jemand entfernen. Oben das muss man auch immer wegmachen. Sie dürfen nicht zu lange sein, ne? Naja, da muss man immer gucken. Meine Lippen
Dafür habe ich mir extra diesen Super Stay. Der heißt, nee, das ist sowas ähnliches, das heißt Stay Forever Lip Gloss geholt. Das ist so eine schöne Farbe. Mal sehen. Ja, meine Haare wollte ich auch schon mal öffnen, weil ich hatte mir, wie man sieht, nur diese Curls da selber gedreht, weil ich keinen Lockenstab hatte. Dann tue ich das aber wieder ineinander drehen und so. Und noch mal ein bisschen warten. Ich tue mir diese Lippen, da muss ich mit den Dingen schon sehr vorsichtig sein, aber mit einem Lip Balm ein bisschen, es tut sehr weh, aber mit diesem Rose Lip Balm nochmal vorbereiten. Ja, dann habe ich ja meinen schönen Puderpinsel und pudere mir mit diesem Revival Loves Me Kompakt Puder in der Farbe Sand. Das finde ich gut. Da ist auch so ein Herzchen drinne und puder mir unter das Auge schon mal ordentlich. Den Pinsel habe ich auch aus dieser Theke oder von diesem Rossmann-Geschäft. Über diese Wunde tue ich jetzt keine Puder drüber. Muss ich ein bisschen aussparen. Naja. Mit Pudern hatte ich ja öfters mal ein Problem, weil sie einfach das ganze Make-up zerstört hatten. Das haben sie jetzt nicht gemacht. Dieses Puder ist sehr leicht, aber gut, man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel wendet. Deswegen ist dieser Pinsel wahrscheinlich auch so ultra leicht und fluffig. Ja, dann haben wir schön gepudert. Dann nehme ich meine Brush. Und da das Make-up ja sehr orange ist, verwende ich mein Orange Flame Cord und gebe das einfach so in dieser Schräge auf die Wangenknochen. So. Na? Das hat halt eine sehr feurige Farbe. Finde ich ganz gut. Man muss mit dem, muss ich auch noch mal selber nachschauen, wie man das Gesicht richtig pudert. Da es soll nicht so ein langgezogenes Gesicht ergeben. Damit, ja. Dann gehe ich in diesen Catrice Clean ID und versuche unten so eine Kontur zu machen und hoffe, dass das Gesicht irgendwie ein bisschen verschmälert wird. Verschmälert beziehungsweise verkürzt. Also es gibt ja verschiedene Methoden und ich finde lange Gesichter nicht so gut. Deswegen wäre das Verkürzen vom Gesicht ganz gut. Dann gehe ich in die Highlighter-Phase. Da kann man entweder das Gold mit dem Weiß oder das helle Weißgold mit dem Weiß einfach highlighten. Und zwar dort. Gar nicht schlecht. Einfach über das Rouge da so ein Highlight aufbauen. Dann auf die Nase. Und auf diese Nasenflügelwipper. Dann ist das auch schon fertig. Das Beste, was noch kommt, ah, da ist auch so ein Clip. Ne, so ein Gummi hatte ich da dran. Ja, ich habe nicht alle Clips, leider.
So. Naja, dann hat man so ein bisschen Welle, das hängt sich aber auch schnell aus, ist aber dann noch mit so ein bisschen Volumen. Also man kann das natürlich noch abmachen, diesen Haarreif, und dann oben reinstecken. Jetzt möchte ich auf jeden Fall diesen Lipgloss zeigen, weil der ist super schön. Mache ich ja, wenn ich so ein bisschen weiter weggehe, sieht dann besser aus. Ach, beim Lachen tut es auch schon weh, schrecklich. Ja, hier habe ich meinen Lip Liner. Oh, den musste ich mal spitzen. Mist, wo ist das Spitzen? Ja, also egal, ich mache noch schnell eine Kante. Also meinen Rand. Da nichts fliegt. Ungefähr so. Dann gehe ich, das ist übrigens die Farbe Sparkling Purple. Gehe ich, fange ich unten an und versuche halt dieses. Ja, in der Kamera sieht das alles etwas ein bisschen anders da aus. Ja, das ist schon eine schöne Farbe. Die ist doch angenehm zu tragen. Das ist so ähnlich wie diese Maybelline Superstay. Jetzt ist es eigentlich schon ziemlich fertig. Okay, also ja, intensive Lippenfarbe, dümmen auf fettfreie Lippen, auftragen, 1 Minute eintrocknen lassen, steht dort. Dann Step 2, Gloss für brillanten Kranz und Glanz und extra Pflege, den Gloss beliebig oft auftragen zum Abschminken. Ölhaltigen Make-up-Entferner verwenden. Wahrscheinlich wissen die, dass dort etwas Schwieriges drin ist. Ja, und jetzt halt mal kurz abwarten. 1 Minute. Kann ich ja schon mal dieses Fixing-Spray benutzen. Das wird geschüttelt. Und dann ungefähr so eine Entfernung. Und in den Sprühnebel. Ja, ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen wet alles. Aber auf der Verpackung steht ja, das soll jetzt für Halt sorgen. Meine Wimpern, die ich gebogen hatte, die tue ich noch mal ein bisschen durchbürsten mit dieser Superstar Mascara Extra Volume und Extra Black. Vielleicht hat sich nämlich beim
Lidschatten auftragen, wieder etwas Lidschatten auf die Wimpern gelegt und ist dann halt die Farbe verstaubt. Da sieht man, da ist eine Wimper verklebt, aber die auszubürsten ist schwer. Unten tue ich auch noch mal so, also falsche Wimpern wären etwas besser. Ich merke aber, die Lippen sind schon getrocknet. Das sind halt super Holder-Lippen. Man sollte die nur einmal am Tag auftragen. Gut, die sind getrocknet. Jetzt mit diesem Flüssiggloss da drüber, der soll, glaube ich, extra halt bringen. Und von diesem sollte dann auch nur eine Schicht verwenden. Ja, jetzt ist es schwer, dass die Farbe getrocknet ist. Also, dass sich das da so ein bisschen absetzt. Da muss man halt präzise sein. So, dann ist es fertig. So sieht es ungefähr fertig aus. Ja. Ich zeige das nochmal so komplett. Mit diesem White This Collection, aber halt geblendet. Ja. Ja, so ist das eigentlich komplett fertig. Sonst habe ich eigentlich nicht noch irgendwas. Von hinten könnte man das auch noch gucken, wie mein Haar aussieht, nämlich ungefähr so. Ja, und das war eigentlich auch schon alles. Tschüss, schönen Tag.